Guten Morgen, man ist auferstanden. Man hat sehr ruhig geschlafen und das war sehr grenzwertig von den Temperaturen her mit diesem Schlafsack. Also beim nächsten Mal am besten noch diesen Sommerschlafsack mitnehmen und mit Beinen schlafen. Dann wäre das doch besser. Dann wäre das, dann war ein bisschen Frost ist reingekommen in den Schlafsack. So ganz leicht hat man gefroren. Und hier, ich hab Durst, aber hier, guck mal, mein scheiß Wasser ist hier eingefroren. Das nervt mich. Hier, da ist ganz viel Eis und sowas. Hier ist doch Wasser drin. Eingepacktes Wasser ist nicht eingefroren. Jetzt erst mal Wasser trinken. So, jetzt so langsam aufstehen, gleich Kaffee trinken. Zähne putzen, Sachen packen und dann weiter zu gelaufen. Guck mal, wir haben jetzt nur noch so viel Minusgrad. Also sprich, das ist ein kleines Stück wärmer geworden. Und hier. Und wir haben jetzt diese Uhrzeit. Und ja, genau. Deswegen ist das wärmer geworden. Boah, jetzt steht da minus 1 Grad drauf. Boah, das wird ja langsam kälter und kälter. Hier, ich zeig euch unser Schlafplatz. Von da unten sind wir gestern gekommen. Und hier. Da drüben. Das ist unser ranziger Schlafplatz gewesen. Diese Hütte hier. Diese Schutzhütte, dieser ganz kleinen. Genau. Hier hab ich geschlafen. Und hier hat mein Bruder geschlafen. Genau, und das hier war Tisch, wo wir gekocht haben und so weiter. Und diese Bank hier, die haben wir rausgetragen, damit dann noch mehr Platz ist. Aber wenn wir da zusammengeräumt haben, dann werden wir diese Bank hier wieder reinstellen und genauso hinterlassen, wie wir das gefunden haben. Genau, das machen wir. Aber jetzt gleich erstmal hier Kaffee trinken und sowas. Oder nee, vorher erstmal das hier zur Seite räumen und dann Kaffee trinken. Ah, ich glaube, weil die Harzluft so toll ist und ich schon lange nicht mehr so geräuschlos geschlafen habe, so still und ruhig und zufrieden gelassen, ohne diese ganzen Fahrzeuggeräusche und so weiter, werde ich erstmal vor diesem Kaffee erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Zum Bier trinken. So. Ich glaube, ich werde jetzt für uns Kaffee machen. Spiritus. Feuer. Topf. Wasser. Kaffeepad. Zumachen. Und jetzt warten, bis dann irgendwann Dampf rauskommt. Und wenn der Dampf rauskommt, dann prüfen, ob da Blasen drin sind. Und wenn da so die richtigen Pocken da sind, da in hier drin, dann glaube ich, ist Kaffee bald fertig. So lange wartet man. Langsam Dampf kommt. Das heißt, weil hier Dampf kommt, könnte es sein, dass da ganz große Pocken rauskommen. Genau, seht ihr die? Die sind rausgekommen. Das heißt, dass Kaffee gleich fertig ist. So, jetzt noch hier diesen Kaffeepad so ein bisschen umrühren. Damit mehr Schwarz kommt. Damit dieser Wasser viel mehr schwarzer wird, also viel dunkler und sowas. Ja, genau. Und dann, wenn das passiert ist, dann ist Kaffee fertig und dann können wir das in so unsere Tassen reinmachen. So. Hier, Kaffee ist langsam fertig. Jetzt in die Tassen reinstellen. Jetzt das Weiße hier reinmachen.
Hier auch das Wasser reinmachen. Und dann hier doch ein Zuckerwürfel und hier auch. So. Jetzt ein bisschen rummischen. Und jetzt ist Kaffee fertig. Endlich Kaffee saufen. So, mein Bruder braucht noch warmes Wasser für Tee. Das heißt, ich habe da schon, wie heißt es nochmal? Also das, was brennt, dieser hochprozentige Alkohol. Dieser scheiß Feuerzeug muss so an. Und jetzt das hier drauf stellen und dann warten, bis dann bald Wasser kocht. So, wir haben unsere Sachen gepackt. Der Müllbeutel ist auch voll. Und hier, das hier haben wir so gerichtet, wie wir es vorgefunden haben. Und jetzt Wanderung Start kommt. Guck mal, da vorne ist so ein voll cool Ausblick. Das sieht voll hübsch aus und sowas. Ja, ne? Das hat schon was. Ja, guck mal. Das hier vorne, also da, das sieht so hoch aus und so. So. Genau, als wenn das so richtig tief wäre. So sieht das aus. Hier. Lift gefunden. Genau. Das ist da hinten. Lift. Ich kann mich noch ganz genau erinnern an dieser Stelle hier vorne. Das ist diese Stelle, wo ich bei der 10-Tages-Wanderung hier durchgelaufen bin. Wo 7 Tage als Halser Hexenstieg war mit Billig-Einkaufstrolli. Genau. Da kann ich mich genau an dieser Stelle hier erinnern. Da haben wir das hier angeguckt. Und das habe ich, glaube ich, auch kurz gefilmt gehabt, wie wir das hier angeguckt haben. Aber das war noch mit meiner alten Billig-Handy-Qualität gewesen. Also ist nicht so sehenswert wie dieses Video hier. Und hier ist so eine Schutzhütte. Genau. Der sieht viel cooler aus und viel größer und so weiter als diese andere Schutzhütte, wo wir letzte Nacht gepennt haben. Und hier liegt sogar Feuerholz. Und wir wollten jetzt zu Klausthal Zellerfeld oder wie diese Ortschaft heißt, dorthin laufen, um neues Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Weil Bier ist fast alle. Und genau da wollen wir hingehen. Und wenn wir von. Und wir haben uns überlegt, vielleicht, aber mal gucken, vielleicht auch nicht, dass wir, wenn wir von Klausthal Zellerfeld wieder zurücklaufen, dass wir vielleicht hier heute Nacht schlafen, bevor wir dann morgen dann zum Bahnhof laufen, wieder zurück nach Osterode. Genau. Das könnten wir vielleicht so machen heute. So. Und jetzt weiter zu gelaufen. guck mal, da ganz hinten, da ist dieser Brocken oder wie das heißt. Also glaube ich, dass der Brocken ist. Aber mir doch egal, ob ihr ihn seht oder nicht, aber Hauptsache, wir sehen den. Also diesen Brocken da ganz hinten. Oh Scheiße, ich glaube, ich habe nur noch 2 Bier. Das gefällt mir nicht. Das heißt, wir müssen ganz schnell zu diesem Klausthaler Zellerfeld oder wie diese Ortschaft heißt. Damit wir noch mehr Bier kaufen können. Zum Bier trinken. Aber darauf erstmal ein Bier trinken. Zum auf dem Weg dahin.
So, wir sind gerade in einer Ortschaft, wo ich vergessen habe, wie der Name heißt. Und hier, guck mal, endlich einen Mülleimer gefunden. Jetzt endlich Müll wegschmeißen. So, der Müll ist weggeschmissen. Und hier diese Ortschaft, wo ich vergessen habe, wie die Ortschaft heißt, hat was Gutes dran. Ihr wisst schon, was das ist, oder? Bierpower. Wir waren eben gerade nicht bei Clausthal Zellerfeld oder wie diese Ortschaft heißt, sondern in so einer anderen Ortschaft, wo ich den Namen vergessen habe, wie diese Ortschaft heißt. Genau in dieser Ortschaft waren wir eben gerade. Also da, wo wir Mülleimer gefunden haben, wo ich gerade Bierpower gemacht hatte. Aber jetzt sind wir auf dem Weg zu Clausthal Zellerfeld oder wie das heißt. Irgendwie so im Dreh. Und prüfen, ob dort hier Geschäfte sind, damit man dort Bier und noch mehr Sachen kaufen kann. Ein bisschen was zu fressen und sowas. Genau. So, ich habe gerade mein letztes Bier geöffnet und wir haben noch ungefähr, weißt du nicht, knappe 3 Kilometer bis diese Ortschaft, wo man vielleicht Bier kaufen kann, erreicht ist. Genau. Und ja, genau, deswegen wollte ich das Bescheid gesagt haben, dass ich gerade mein letztes Bier geöffnet habe, was ich jetzt gerade noch hier habe in der Tasche. Ja, und jetzt weiter zu gelaufen bis nach Clausthaler Zellerfeld oder wie das heißt. Guck mal, ich sehe das schon wieder. Da ganz hinten, da ist dieser Brocken oder wie der heißt, da wo ich schon mal drauf war und auf diesen Stein gesessen habe. Dieser Brocken ist das, da hinten. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das seht, aber wir sehen das gerade. Deswegen wollte ich euch das Bescheid sagen, dass da ganz hinten Brocken ist. So, wir sind gerade in diesem Clausthal Zellerfeld oder wie diese Ortschaft heißt angekommen. Und wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einem Supermarkt, damit wir gleich die Sachen kaufen können, die wir gleich kaufen möchten. Und deswegen sind wir gerade hier und suchen das. Guck mal, hier ein Vollfettrad. Rad mit ganz viel Fett dran. So sieht ein Vollfettrad aus, weil der so fett ist. Wir haben den voll verschmierten Netto gefunden. Jetzt werden wir da Bier und noch mehr Sachen einkaufen gehen. Ich habe mir 2 Träger Bier gekauft. Hier Hassröder. Ein bisschen Zucker. Und hier so ein paar Apfeltaschen zum jetzt fressen. Und hier, dieser Netto hatte weder Glühwein noch, wie heißt das Ding nochmal? Einweggrill. Das heißt, wir gehen zum nächsten Einkaufsladen, um dort das Ganze zu holen. Das machen wir gleich. Also beziehungsweise das machen wir jetzt, nachdem ich das ja, nachdem wir, also beziehungsweise das machen wir jetzt, nachdem wir dann diese ganzen Sachen und was wir eingekauft haben, eingepackt haben. Hier, wir haben hier einen verschmierten Marktkauf gefunden. Jetzt werden wir dort prüfen, ob der so ein Einweggrill und Glühwein hat. Genau. Deswegen gehen wir da jetzt rein. So, wir sind gerade einkaufen gegangen bei diesem Marktkauf. Und hier, mein Einkauf sieht wie folgt aus. Hier, Einweggrill, Glühwein, so eine komischen Riegel zum Zwischendurchfressen, Kräuterbaguette. Wie heißt das Ding nochmal? Grillfleisch. Kartoffelsalat. Gewürzketchup. Und so eine Lampe. Hier, Grabkerze. Zum Leuchten. So, und jetzt zurücklaufen, Start kommt. Oh Scheiße. Langsam dunkle kommt. Das heißt, sobald wir uns von dieser Ortschaft langsam entfernen tun, also von dieser Ortschaft, wo wir jetzt gerade sind,
Müssen wir bald hier Kopflampe anmachen? Das hört sich nervig an. So, wir haben jetzt diese Ortschaft, wo wir gerade waren, verlassen. Und weil langsam ganz viel Dunkle gekommen ist, habe ich jetzt schon wieder meine Kopflampe über meinen fetten Wasserkopf drüber gezogen, damit ich sowohl euch anleuchten kann, ganz nervig und so weiter, als auch hier diesen Weg für uns, damit wir hier nicht irgendwie, stolpern, irgendwie in so ein Loch reinfallen oder so. Deswegen leuchte ich hier diesen Weg für uns an. Guck mal, wir laufen hier schon wieder durch so viel Schnee und sowas. Was hier so ein Weg mit Schwierigkeit bedeutet. Weil das Schwieriger ist, hier diesen dreckigen Wagen hier rumzuschieben. Guck mal, wie dieser Rad hier schon wieder am Eiern ist. Der ist so am Eiern, wie das da aussieht. So ist er am Eiern. Hier, ich glaube, das dauert nicht mehr so lange, bis wir bei dieser verschmierten Hütte angekommen sind, wo wir dann da sind und dort ein bisschen grillen können und dort drin pennen werden. Ich glaube, das dauert nicht mehr so lange. Ich habe da gerade Geräusche gehört. Oh, das waren Gänse oder sowas gewesen, glaube ich. Aber jetzt weiter zu gelaufen. Oh Scheiße, wir sind zu schnell angekommen. Weil die meiste Zeit ging ja die ganze Zeit bergrunter. Also hin sind wir die meiste Zeit bergauf gelaufen und runter sind wir die meiste Zeit bergrunter gelaufen. Und irgendwie kam mir das so schnell vor, so viel zu früh angekommen, so ungefähr. Aber hier, wir sind da. Wir sind angekommen. Hier in dieser komischen Schutzhütte hier. Genau, in dieser Schutzhütte sind wir angekommen. Und in dieser Schutzhütte werden wir heute schlafen und gleich rumgrillen und sowas. Und wir werden hier auf dem Fußboden oder so schlafen. Genau, also werden wir jetzt unsere Wagen hier hochschieben. Auf diesen, hier über diese, guck mal. Über diese nervigen Stufen werden wir diese Wagen hier hochschieben. Das da vorne, da hinten, also da drin, wie heißt es nochmal? Ausräumen und aufbauen und so. Und genau hier werden wir heute pennen. So, wir haben die ganzen Grillsachen und so weiter ausgepackt. Mit Grill. Und jetzt werde ich diesen Grill hier unten hinstellen. So, der Einweggrill ist einsatzbereit. Und jetzt zeige ich euch, wie man ihn zündet. So, jetzt ist gezündet und jetzt gleich warten, bis Brennt kommt. Und danach, nachdem Brennt kommt, warten, bis Glut kommt. Und dann, wenn Glut kommt und das langsam weiß wird, dann kann man da Fleisch und sowas draufstellen. Das hier, guck mal, da kommt Flamme auf, so langsam. Also das beginnt langsam Flamme zu machen. Feuer zu fangen. Und hier, Geruch kommt. Das stinkt genauso, das riecht so Einweggrillhaft. So ein Geruch kommt gerade. Riecht ihr das? Also wir riechen das genauso. Das, das ist genau dieser Geruch, dieser einweghaftige Geruch hochsteigt. Der riecht so künstlich und so weiter. Genau, mit diesem Messer werde ich jetzt erstmal erstes Fleisch hier drauflegen. Weil Glut kommt. Glut ist da. Deswegen kann man erst das Fleisch drauflegen. Beziehungsweise kann man erstmal schon mal alle drauflegen. Oh ja, dafür ist das Messer richtig gut, finde ich. Zum Fleisch so drauflegen. Wegen der Spitze da ganz oben. Und jetzt wird dieser Fleisch sowas von gegrillt. Genau. Mit diesen. Also richtig einweghaftig wird das gegrillt. Einweg grillhaftig.
Ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Aber genau, einweggrillhaftig wird es gegrillt. So wird dieser Fleisch gegrillt jetzt. So, ich glaube, erste Fleisch ist fertig. Das heißt, ich werde diesen Teller hier so machen. Und diesen Fleisch hier drauf stellen. Und jetzt werde ich hier Kartoffelsalat auf den Teller drauf machen. Zwischendurch das nächste Fleisch so ein bisschen hier hinstellen, da wo heiß ist. Jetzt hier Gewürzketchup auf das Fleisch drauf. Und zu guter Letzt dieses Baguette. So, zack. Jetzt ist Fressen Nummer 1 fertig. Das Fleisch sieht durchaus. Perfekt gegrillt. Finde ich super. Gefällt mir. Dieser Kartoffelsalat, der schmeckt genauso wie dieser Billig-Kartoffelsalat von diesem Markt. Nee. Netto, genau. Da haben wir es gekauft. Ach nee, doch nicht. Marktkauf haben wir es gekauft. Genau, beim Marktkauf haben wir diesen Kartoffelsalat gekauft. Genauso schmeckt das wie dieser Kartoffelsalat vom Marktkauf. Und jetzt dieser Stück Baguette. Oh ja, der Baguette schmeckt auch voll cool durch. Also so als ob der so richtig durch wäre. Und das finde ich voll cool, ich mag das. Das heißt, gut gegrillt. Und jetzt, hier, werden wir noch mehr Grillfleisch grillen und Baguette und das auch noch fressen. Das machen wir jetzt. In der Zwischenzeit, währenddessen hier noch mehr Fleisch brät, werde ich erstmal hier diesen Glühwein machen. Und jetzt warten, bis hier warm kommt. Oder beziehungsweise bis hier Bewegung kommt. Aber da dürfen keine Blasen kommen. Weil wenn Blasen kommen, dann ist zu spät. Dann ist dieser Glühwein nicht so gut. Aber das muss Stopp sein, bevor Blasen kommen. Also wenn da Bewegung kommt, dann muss da Stopp sein. Genau, so funktioniert Glühwein. Guck mal, langsam Dampf kommt. Und hier, dieser Glühwein bewegt sich. Das ist kurz davor, dass da Blasen kommen. Und deswegen ist Glühwein fertig. Und weil jetzt Glühwein fertig ist, jetzt ist meine Kamera fast auf den Grill gefallen. Werde ich jetzt den Glühwein hier reinmachen. Genau. Und jetzt ist Glühwein fertig. Geprost. Ich finde, dieser Glühwein, der schmeckt schön fruchtig. Also ich mag den irgendwie. Der gefällt mir. Der macht schön warm gerade. Finde ich gut. So kann man sich den Abend ausklingen lassen. Mit diesen fruchtigen Glühwein. So, wir haben gerade aufgefressen und ein bisschen Glühwein getrunken. Und wir haben jetzt hier drin ungefähr diese Temperatur hier. 1,3 Grad steht da irgendwas drauf von. Genau. Prüfen, wie kalt es später wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ob das später noch kälter wird und so. Aber ansonsten, ich würde sagen, würden wir gleich uns schlafen legen. Hier. So, mal prüfen, wie die Nacht heute wird. Ich
Ich vermute mal, dass das nicht so kalt wird wie letzte Nacht. Aber mal gucken, vielleicht wird das doch noch kälter. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Beziehungsweise sind wir beide sehr gespannt drauf. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht, bis morgen. So, das hier, das ist unser Abendessen. Hier, Ravioli. Die sind warm. Die sind endlich durch. Diese Brücke hier, die ist so fett, dass sie sogar so einen Ausflussgang hat. Diese billigste Sackkarre vom Bauhaus, die hat die Tour nicht bestanden.